Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1 heute. Hoffentlich mit besserer Audioqualität. Es tut mir immer noch leid fürs letzte Mal. Wir können hier kurz gucken. Ach, stopp, weil ich wollte auch noch kurz die Kamera so ein bisschen verschieben. Ich mach das kurz. Ja, Leute, ich hab's jetzt mal oben hingemacht. Ich denke mal, das ist ein bisschen praktischer, weil unten sind noch ein paar Infos. Und sonst, naja, müssen wir sie halt nochmal verschieben. Okay, ich habe es auch ein bisschen kleiner gemacht. Wir machen jetzt mal das Qualifying und sehen mal, wie gut wir abschneiden. Ich hoffe, wir werden eine gute Position haben. Ich glaube, man spricht das ja bei Bahrain aus, oder? Ich glaube, das habe ich erstmal gehört. Wieso haben wir keinen Sound? What the heck? Ah, jetzt habe ich wieder Sound hier. Okay, weird. Okay, es geht los, Leute. Also, jetzt geht's los, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Der ist schon gerade aktiviert. Okay. So, jetzt mal. Okay, habe ich ein bisschen früh abgebremst. Wir messen uns hier mit Hamilton gerade. Oh, das Mikrofon ist ein bisschen im Weg. Ja, genau. Wir machen da nämlich immer nur eine Runde und dann ist halt die Position klar. Aktuell wären wir Dritte, das seht ihr oben. Ja, okay, ihr seht nur nicht die Bestzeit, aber das ist ja nicht so wichtig. Eigentlich sieht man ja am Schluss dann. Ah, nee, das war noch gar nicht diese Kurve. Jetzt kommt die schlimmste Kurve. Bin gespannt, wie wir die meistern, Alter. Macht einfach genau gleich wie Hamilton. Okay, nee, nicht genau. So, ein bisschen abgekürzt. Aber scheinbar hat es niemanden gejuckt. Das ist relativ gut. Oh, wir überholen Hamilton auf der Gerade? Was? Okay, aber jetzt ist uns wieder vor. Egal, vielleicht holen wir ihn ja noch. Uiuiui. Okay, aktuell wären wir Erster. Okay, komm schon. Zieh. Auto. Wir wären Erster. Ach, Bro, ist noch gar nicht die Zielgerade. Oh, das war ein bisschen schnell. Aber easy, alles easy. Wir machen das. Warte mal. Ja, das wird easy. Wir machen mal kurz DRS. Oh, ups. Hab's ausgemacht. Perfekt, oder? Erster Platz, oder? Let's go. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut kommt. Oh. Okay, Leute, das Rennen. Mal gucken, ob es gut kommt. Ich hoffe mal. Ich hoffe auch. Oder ich versuche auch nicht zu viel die Rückblende zu benutzen. Weil das geht halt, dass man jetzt zurückspulen kann. Und dann kann man weiterfahren von dort an. Zum Beispiel vor einem Crash oder so. Ich hoffe, es wird sowieso keinen Crash geben. Ja, Pole Position. Holen wir uns den Sieg. Okay, let's go. Ja. Noch sind wir Erster. Erste Kurve, Leute. Oh Gott, das war sehr abgebremst. Okay, noch sind die Erster. Let's go, jetzt einfach Position verteidigen und hoffen, dass wir keinen Unfall oder ähnliches haben. Uiuiui, das war ein bisschen weit ausgeholt. Ich glaube, Erster werden wir zwar sowieso nicht bleiben, also da bin ich. Weil gerade diese hier und die nächste Kurve, die sind so schlimm, finde ich. Uiuiui. Ja, perfekt. Noch mal ein bisschen da Energie geben, keine Ahnung, was das bringen soll. Alter, wir fahren hier gerade perfekt. Oh, okay, das war ein bisschen schnell, aber ist alles noch. Oh, oh, wir sind ein bisschen raus, egal, ist noch alles gut. Und wir ziehen den auf jeden Fall schon davon. Krass, als ob, ich hätte nie gedacht, dass wir so gut sind. Also, ich, aber trotzdem, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Finde ich geil. Okay, schnellste Runde habe ich auf jeden Fall im Kasten. Okay, hier. Ach, diese Kurve ist auch ein bisschen scheiße, aber das ging jetzt noch. Gab es nicht vor, in der letzten Saison gab es doch hier so einen krassen Unfall dabei drüben bei der Leitplanke oder nicht? Das heißt doch, dieser Franzose. Grosjean oder wie. Ich habe doch keine Ahnung, wie man den ausspricht. Aber der hatte doch so einen Unfall dort oder nicht? Da ist doch Auto direkt in Flammen aufgegangen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Ne, ich bin jetzt nicht so ein krasser Fan, aber auch nicht immer auf dem neuesten Stand, deswegen vielleicht verwirre ich manchmal so ein bisschen mit Sachen, die ich erzähle. Aber egal. Noch sind wir erst, das ist die Hauptsache gerade. Okay, Hamilton ist aber auch relativ weit weg von den anderen. Oh, what? Ja, genau der, Roman Grosjean. Also, ob er doch da wieder einen Unfall hatte. Nein, Spaß, heißt ja nicht, dass er einen Unfall hatte. Vielleicht wurde er auch einfach disqualifiziert, weil er irgendwie, keine Ahnung, was gemacht hat. Ne, er hat einen Unfall. Guck, unten steht er. Er hat einen Unfall. Dort ist auch gelbe Flagge, da dürfen wir nicht überholen. Also, überholt werden. Alter, aber wir fahren schon echt gut. Ich bin echt überrascht, ey. Ja, neue schnellste Runde. Frag mich. Oh, DRS ist aktiviert.
Oh, scheiße. Ah doch, ging doch klar, Alter. Ich dachte gerade, wir haben verkackt. Okay, ich bin gespannt, was er für einen Unfall hatte. Also, das Auto ist immer noch dort. Wollen die das nicht mehr? Gut, er kam wahrscheinlich jetzt nicht gut weg. Aber wenn die das Auto wegmachen müssen, sollten die nicht das Safety Car machen? Ich weiß es nicht, bin da kein Experte. Okay, hier vorne hatte er scheinbar einen Unfall. Ja klar, jetzt ist es weg, jetzt wollen wir hier durchfahren. Moin, muss ich los. Okay, da vorne hat er einen Unfall. Wahrscheinlich ist er mit irgendjemand anderem kollidiert, weil ich meine, da ist es ein bisschen untypisch, dass er geradeaus fährt. Aber naja, man weiß ja nie, die KI kann überraschen. Ich bin immer noch überrascht, dass wir immer noch Erster sind. Wir müssen 14 Runden fahren, wollen sie mich eigentlich verarschen? Ja. Let's go. Okay, mein Typ, also mein Dude, also der in der Box halt hat gerade gesagt, ich soll in die Box kommen und mit Medium weiterfahren. Ich weiß nicht, ob das, also, ob ich jetzt dann schon rein soll oder nicht. Ich meine, wäre doch ein bisschen dumm, oder? Ich gehe erst, wenn die anderen auch gehen, dann haben wir die gleiche Voraussetzung. Also, wisst ihr, was ich meine? Ganz ehrlich, wenn ich nur Reifen wechseln muss, geht ja 20 Sekunden, bis da bin. Ich bin wahrscheinlich immer noch Erster. Ich will jetzt nicht flexen. Ich glaube schon. Ah ja, aber jetzt. Nein, oh Gott, ich bin auf dem Gaspedal geblieben. Oh Gott. Zum Glück haben wir so einen Vorsprung, ey. Es tut mir auch leid, dass diese Tasten. Also ich glaube, man hört die relativ gut, die hinteren Tasten, wenn ich die drücke. Ich hoffe, das stört euch nicht zu krass. Sonst muss ich die umdingsen, aber es ist relativ praktisch hinten am Steuerrad. Ich glaube aber, der Typ wird mir jetzt sagen, ob ich in die. Oh Scheiße, ob ich in die Box kommen soll oder nicht. Okay, hat aber nichts gesagt. Vielleicht sagt er jetzt dann noch was. Ah, okay. Yep. Er hat gesagt, jetzt diese Runde soll ich, ups. Diese Runde soll ich jetzt rauskommen, also nach dieser Runde, um die Reifen zu wechseln. Dann machen wir doch das dann gleich. Können wir uns jetzt noch einen Vorsprung ausholen? Oder hoffe ich zumindest, dass wir das können. Oh, okay. Ich werde also wahrscheinlich bald einen Grip verlieren, weil meine Reifen zu fest abgenutzt sind. Da gehen wir doch jetzt direkt in die Box. Okay, let's go, kommen die anderen auch? Ja, die anderen kommen auch, das ist sehr, sehr gut. Kommt, Leute, jetzt gebt Gas beim Boxenstopp, bitte. Bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, gib Gas. Ja, 3,1 Sekunden, ist noch ein bisschen langsam. Egal, ich wurde jetzt von vielen überholt, aber die anderen müssen ja auch noch irgendwann in die Box. Das finde ich auch sehr toll. Dass keine Boxenstopps mehr geplant sind. Okay, jetzt sind wir hier wieder so ein bisschen im Action-Zeugs. Das finde ich aber eigentlich ganz schön. Mal gucken, wie viel sie überholen. Nein, Spaß. Aber ich muss sagen, ich fühle mich viel mehr unter Druck, wenn ich da jetzt die ganze Zeit bei denen fahren muss. Gerade als jetzt so als 8. Platz. Macht eigentlich mein Mate. Er ist letzter. Erster. Und er ist nicht letzter. Aber auf jeden Fall einer der hinteren. Okay, DRS aktiviert. Okay, nee, scheiße. Das dürfte man ja eigentlich nur, wenn man eine Sekunde hinter dem Vordermann ist, oder nicht? Das ist doch so, oder nicht? Eieiei. Nein! Oh shit! Oh. Alles gut. Ich will Ocon und Stroll überholen. Weiß nicht, wie sie zum Vordermann heißen. Das juckt mich aber auch nicht. Wieso ist denn hier keine DRS-Zone? Mann, die hätte ich jetzt so geil überholen können. Ah, überholen. Geht in die Box, meine. So, DRS, DRS, DRS. Jetzt noch kurz Windschatten mitnehmen. Das sieht einfach nicht. Oh! Tschüss, Alter, das war. Nein, auch so nötig. Boah, Alter, was ist da weggeflogen? Lol, wir sind Zweite, weil die anderen. Hä, sind die schon wieder in die Box? Ja, aber Hamilton war doch vorne auch schon. Wieso geht er denn nochmal? Hä, ich würde sagen, mit diesem Plan, weil. Ja, scheiße, okay, nee. Fuck. Ist das schlimm, wenn der eine Frontflügel komplett abgebrochen ist? Mann, ich hätte warten sollen auf die Gerade, ich Idiot. Wäre nichts kaputt gegangen. Aber ich glaube, Stroll muss auch noch wechseln, weil er hat noch die harten Reifen. Soll ich rein? Nee, sie empfehlen mir es auch nicht. Okay, gut. Dann bleib ich mal drauf. Vertraue mal auf mein Team, ja. Wir sind schon Runde 9. Okay, das passt. Das passt. Das kommt gut. Das kommt gut. Oh, guck mal. Oh, Safety Car. Es gab einen Unfall. Okay, Leute, ich habe jetzt halt schon ein paar Runden vorgespielt. Ja, Digga, es juckt mich nicht. Oh. Oh, Leute, ich wusste das nicht, dass man das Tempo verringern muss. Schnell darf ich denn noch fahren? Alter, es gab aber scheinbar wieder einen Unfall irgendwo. Ja, ich fahre jetzt lieber nicht zu schnell, weil er hat auch gesagt, man kann ja eine Strafe kriegen. Der ist jetzt wieder aktiviert, okay. Ah, okay.
dürfen jetzt auch wieder beschleunigen. Ja, Hamilton konnte jetzt voll aufholen in dem. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss vor Hamilton, weil der ist halt auch nicht ein schlechter Fahrer. Und das wird dumm. Das ist gerade in der letzten Dings. In der letzten, wie sagt man, scheiße. In der letzten Runde oder in den letzten paar Runden hier noch überholt zu werden. Das hätte ich jetzt gar keinen Bock. Weil der ist nämlich auch schon wieder hinter mir. Und der hat, glaube ich, auch gerade gesagt, dass das Benzin noch für 3 Runden reicht. Aber das ist ja eigentlich easy. Ey, es ist kritisch, wir sind so dämlich, wenn wir jetzt noch so ein richtig unnötiger Fehler machen und er uns dann überholt. Das lassen wir nicht zu, er überholt. Das gibt's doch nicht. Auf der Geraden, Alter. Oh nein! Ihr habt nichts gesehen, oder? Aber warte, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kann euch das kurz erklären. Wir können hier Fahrer switchen. Also jetzt, hier zum Beispiel Hamilton. Das ist, wer ist das? Ich weiß es nicht. Da vorne bin halt ich und hier ist Hamilton. Jetzt können wir mal weiter machen. Warte mal, so. Sehen wir aus seiner Perspektive. Wir können aber auch, zum Beispiel, warte mal. Die finde ich immer ganz geil. Die Fernsehperspektive. Ist der Überholte. Dich Idiot. Wollte hier rüber, aber viel zu früh rübergezogen. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln jetzt erstmal nochmal zu mir. Und wieder, warte mal. Ich hatte ja immer eigentlich die Position. Machen wir erstmal ungefähr wieder hier, weil, Alter, ich mag jetzt das Rennen nicht nochmal fahren oder so. Das wäre echt scheiße. Deswegen machen wir jetzt hier weiter, dann kann ich F1 drücken und dann geht's weiter. Ui, das gibt eine Strafe. Scheiße, oder? Oder zumindest eine Verwarnung. Also, oder einfach gar nichts. Okay, finde ich auch gut. Habe ich eigentlich auch nichts gegen. Okay, letzte Runde, Leute. Also, es war ja schon vorher die letzte Runde. Ich lasse euch das jetzt mal noch ankert, weil ich glaube, es ist ganz spannend jetzt hier Hamilton und mich zu sehen, wie wir uns battlen. Oh, scheiße. Oh Gott, jetzt einfach noch konzentrieren. Komm schon. Das Rennen haben wir gleich. Das Rennen haben wir gleich. Ja. Oh, nein, nein, hinten bleiben. Scheiße. Oh, what? Aber das Benzin toll. Ey! Hurensohn. Lol, habe ich ihn weggedreht? Ah, nee. Alter, das wäre mir auch nicht. Das wäre mir auch nicht. Hätte ich auch nicht gewollt. Aber wie er einfach von der Seite gekommen ist. Glück habe ich keine Strafe bekommen. Alter, nee. Das Ding ist, er hat auf der Geraden ein viel schnelleres Auto und er ist direkt hinter mir. Komm schon. Zieh. Auto. Ich habe noch kurz DRS angemacht. Was man doch eigentlich so gar nicht darf, wenn niemand vor einem ist. Aber egal. So, schnell. Rausbeschleunigen. Komm schon. Einfach nicht. Ja. Oh. Ja, danke. Oh, Fahrer des Tages ist aber bin nicht ich. Nee, kann ich noch verstehen. Ich war ja eigentlich fast durchgehend Erster. Okay. Eine jawohl. Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Let's go. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Mein King. Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Das ist eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Oh yeah. Das war ein interessanter Grand Prix, so viel steht fest. Hamilton ist auch neben mir, das hat sich auch nicht gut. Diese Let's go, ich habe hier auch eine Flasche, aber ich mag da jetzt nicht alles voll spritzen. Ehrenmann, oder? Ja. Let's go, das waren wichtige Punkte für die Saison. Okay Leute, das war's mit dieser Folge Formel 1 2020. Wir sind tatsächlich Erste geworden, ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Aber ja, als nächstes erwartet uns der große Preis von Vietnam. Oh lol, was machen die da? Ah, ich glaube, die machen diesen Windkanal-Test-Zeugs, oder? Ah, ich denke mal. Okay, das bin einfach ich. Hier so ein bisschen umfahren. Okay, perfekt. Ja, Leute.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?